Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Leo TV. Wir melden uns heute vom Topspiel der Kreisliga B2 aus dem Stadion an der Lehmkaul. Der Tabellenführer, der SV Speicher, empfängt den Aufsteiger aus Neuerburg. Die Speicherer hoffen auf einen Sieg, um damit ein 13. Spiel ohne Niederlage zu erreichen. Die Vorzeichen stehen gut. Man konnte die letzten 5 Partien gegen Neuerburg gewinnen. Neuerburg hat seit 3 Spielen keinen Sieg mehr erreicht. Wir hoffen trotzdem auf ein interessantes und spannendes Spiel, wünschen euch und uns jetzt viel Spaß. Topspiel Kreisliga B2. Der SV Speicher in den blauen Trikots empfängt die rot-weiß gekleidete SG Neuerburg. Richtig los geht's bereits in der 2. Minute. Ein Wurf Speicher. Der Ball kommt mit einer Flanke in die Mitte des Strafraums und da ist es der Mann mit der Nummer 12, Beaver, der mit einem strammen Schuss das 1:0 markiert. Der Ball kam ausgerechnet vom Gegenspieler, unglücklich abgeprallt am Neuerburger Stefan Weiler. Wir gehen gleich weiter. 10 Minuten später sehen wir hier wieder Speicher. Schöner Angriff, diesmal über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte, von dort langgezogen, rüber auf rechts. Flanke kommt wieder auf links. Schöner Kopfball. Kleifke steigt da höher als sein ihm zugeordneter Abwehrspieler und punktet zum 2:0. Das sehen wir auch hier nochmal schön in der Wiederholung. Kleifke macht sich lang, der Torwart sieht den Ball auch nicht richtig. Nächste Szene in der 26. Immer noch Speicher im Vorwärtsgang, so wie das ganze Spiel über. Ball wieder über die Mitte, da wird schön Tiki-Taka-Fußball gespielt und dann ist es die Nummer 10, es ist Nospis, der sich da durchsetzen kann zum 3:0. Gegen 2 Gegenspieler setzt er sich da durch. Hier kommt der Pass von Waldemar Pertsch. Kein Kontrahent greift da irgendwie ein. Der Torwart kann den ersten Schuss noch abprallen lassen, aber Nospis geht dahin und erhöht zum 3:0. Wiederum 9 Minuten später. Der Kapitän der Speicherer Poloschenko treibt seine Mannschaft nach vorn. Und dann ist es die Nummer 15, der stark aufspielende Pertsch, der sich da durchsetzen kann. Wieder gegen 2 chancenlose Neuerburger und wieder ein Tor. Das 4. der Partie, das 4. für Speicher. Hier sieht man nochmal Pertsch, technisch stark. Tut so, als würde er den Ball verlieren, kann es dann aber trotzdem mit links zum Abschluss schaffen. Keine Chance für den Torhüter der Gäste. 7 Minuten später. Wir sind jetzt kurz vor der Halbzeit. Immer noch Speicher und dann ist es Beaver mit einem starken Schuss aus 13 Meter Entfernung, der zum 5:0 einschiebt. So langsam wird es dann doch ein wenig peinlich für die Neuerburger, von denen keinerlei Gegenwehr zu sehen war. Nicht einmal bei so leichten Bällen, die man durchaus in der Abwehr hätte gewinnen können. Wir gehen in die 2. Hälfte. Da war dann mal ein paar Minuten Ruhe. Es dauerte ungefähr 20 Minuten, bis beide Mannschaften sich wieder sortiert hatten. Wieder Speicher im Angriff. Schöner Ball, der sich ins Tor reindreht. In der 65. Minute ist es erneut Kleifkes, der hier seinen 2. Treffer erzielt. Zum 6:0. Diesmal Einwurf Neuerburg. Ball geht verloren. Neuerburg lässt ein paar Angriffsbemühungen erkennen, aber dann passiert Folgendes. Ballverlust im Mittelfeld. Der Ball kommt zum eingewechselten Steffes. Steffes ab der Mittellinie, ganz alleine unterwegs, hat den Turbo gezündet und findet im 16er auch noch die Kraft zum Abschluss und markiert in der 83. Minute das 7:0. Merken Sie sich Steffes, hier sehen Sie ihn noch einmal. Schöner Schuss, 7:0. Merken Sie sich den jungen Mann, denn eine Minute später in der 84. Minute, Ball diesmal über die linke Seite. Wieder sind es die stark aufspielenden Speicherer. Flanke kommt in die Mitte, Steffes mit einem frechen Heber über den Tormann. Eine Minute nachdem er das 7:0 gemacht hat, macht er seinen 2. Treffer zum 8:0 in der 84. Spielminute. Der Torwart der Neuerburger wiederum chancenlos, wie schon die ganze Gastmannschaft das gesamte Spiel über. Die Schlussminute, 89. Weiter Einwurf für die Speicherer, diesmal auf der rechten Spielfeldseite. Die Flanke kommt und zwar als flache Hereingabe auf die Nummer 10. Es ist Nospes, der Mann, der ebenfalls hier sein 2. Tor macht mit dem 9:0 in der letzten Spielminute. Danach hatte auch der Schiedsrichter ein Einsehen und pfiff pünktlich ab. Und jetzt die Meinungen von Trainern und Spielern. Deine Einschätzung?
Ja, war wie zu erwarten das sehr schwere Spiel gegen einen sehr starken Gegner. Wir laufen im Moment personell ein bisschen auf dem Zahnfleisch, haben heute dann, wenn man es im Ganzen sieht, ohne 5 oder 6 gespielt und dann hier natürlich gegen so einen Gegner. Chancenlos heute. Ansonsten steht er relativ ausgeglichen, doch noch auf einem Mittelfeldplatz. Deine Einschätzung, wie es jetzt weitergeht mit dem Rest der Saison und dann nach der Winterpause? Ja gut, wir haben jetzt noch ein Spiel nächste Woche gegen Metterich, die momentan halt eben auch nicht, sage ich mal, gut drauf sind anscheinend. Geldtabellenletzter jetzt seit letzter Woche. Hoffe natürlich, dass wir nächste Woche eine spielfähige Mannschaft auf dem Platz haben mit den ganzen Angeschlagenen, wo wir heute auch wieder 2-mal wechseln mussten wegen Verletzung. Und hoffen natürlich dann, dass es dann so mal so ein 3-Punkte-Spiel für uns, auch wenn wir 18 Punkte haben. Aber ich denke mal, da wollen wir nochmal alles geben für dann mit 21 Punkten in die Winterpause. Und das ist, denke ich, mehr, wie wir uns erhofft haben. Ja, gerade nach der Derby-Niederlage am Mittwoch wollten wir erst nochmal was tun, ein bisschen reinkommen, Selbstvertrauen tanken. Dann hat natürlich nach 30 Sekunden oder 40 Sekunden schon alles gepasst. 1-0 schnell in Führung gegangen durch Thomas Biewer, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, darf man ruhig mal erwähnen. Ja, das 2-0 ist schnell gefallen, dann hat man das Gefühl gehabt, der Gegner, ja, ein bisschen blutleer, hat gar nicht mehr dagegen gehalten bis zur Halbzeit. Und ja, zweite Halbzeit hatten wir dann noch mal ein bisschen mehr Gegenwehr, haben es auch teilweise nicht so gut gemacht, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden. Bald Winterpause, noch ein Spiel, ne? Freust du dich auf die Erholungsphase? Ja, ein bisschen. Also wir haben auch noch einige Verletzte, das ist immer schön, wenn die Leute auch zurückkommen und wieder in den Kader rücken. Das verstärkt uns auch einfach in der Breite generell. Das merkt man auch bei der zweiten Mannschaft, die auch im Moment sehr erfolgreich spielt, weil sie auch von dem enormen Kader profitiert. Ich denke, wir hatten Glück, dass wir direkt das frühe Tor gemacht haben, dann auch nachgelegt haben. Wenn wir früh hier auf dem Platz 2-0 Führung gehen, dann fallen die Resultate meistens etwas höher auf. Weil wenn wir dann einfach in den Spielfluss kommen, dann spielt sich auf dem Platz halt super. Und gerade in der ersten Halbzeit kam auch eher weniger Gegenwehr vom Gegner. Und ja, also wir können zufrieden sein mit unserer Leistung heute. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Sollte das Spiel nächste Woche stattfinden, gucken wir erstmal auf das Spiel. Witterungsverhältnisse sind ja teilweise schlecht vorausgesagt. Wollen dann natürlich mit einem Sieg in die Winterpause gehen als Tabellenführer. Ist auch gut fürs Selbstvertrauen, wenn man im Winter auf die Tabelle guckt. Und dann wollen wir natürlich nächstes Jahr so weitermachen und auch Meister werden, ganz klar. Das war's schon wieder für heute vom Topspiel hier bei Leo TV. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Denkt am Donnerstag an die Spieltagsvorschau, dann wieder mit unserem Kollegen Martin Olgem. Wie immer zu sehen auf www.leo-fußball.de. Abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Facebook und Twitter, um gar nichts mehr zu verpassen. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.